Ja, wir wollen uns jetzt beschäftigen mit verschiedenen Übertragungsmedien. Und bei den Übertragungsmedien wird zunächst einmal unterschieden zwischen leitungsgebundenen und nicht leitungsgebundenen, also sprich drahtlosen. Und bei den leitungsgebundenen müssen wir noch zwei Dinge unterscheiden, nämlich zum einen den eigentlichen Stromleiter und den Wellenleiter. Für den Stromleiter haben wir typischerweise zum Beispiel die verdrillte Kupfer-Doppelader, mit der werden wir uns auch im Folgenden weiter viel befassen. Twisted Pair ist eigentlich das Medium, was im Großteil der Verkabelung eingesetzt wird. Darüber hinaus, und da hängt es so ein bisschen mit den Distanzen zusammen, das werden wir sehen, werden wir aber auch einen Wellenleiter kennenlernen, nämlich den Lichtwellenleiter. Der spielt letztlich auch noch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Netzwerken. Ja, und durch dieses Thema der Mobilität, mobile Endgeräte und so weiter, kommt natürlich auch das Thema der drahtlosen Netze immer mehr in den Fokus, und dabei werden wir uns also auch über Funktechnologien unterhalten. Ja, wir können uns jetzt nach dieser kurzen Klassifikation auch einfach mal ansehen, wenn wir einsteigen in die Eigenschaften verschiedener Medien, dann werden wir feststellen, dass ja, verdrillte Adern andere Eigenschaften haben als zum Beispiel Lichtwellenleiter. Wir sehen also hier mal ein solches elektromagnetisches Spektrum, und Sie sehen auf der linken Seite eben die verdrillte Ader, die Kupferader, dazwischen das Koaxialkabel, dann kommt ein Hohleiter, und ganz rechts, bei den ganz hohen Frequenzen, sehen Sie die optische Faser, den Lichtwellenleiter. Und das beschreibt auch schon ein ganz klein wenig verschiedene Einsatzbereiche und darüber hinaus auch eine wichtige Eigenschaft, nämlich die Eigenschaft der Bandbreite. Wir haben ja im ersten Absatz schon, im ersten Teil schon über dieses Thema Bandbreite gesprochen. Und hier sehen wir also die optische Faser, sprich der Lichtwellenleiter, wird also mit der höchsten Bandbreite dort eingesetzt. Ja, wie ist nun unsere Kupfer-Doppelader, die wir ja vor allem in LANs sehr, sehr häufig antreffen, eigentlich aufgebaut? Wir haben das hier mal so beispielhaft dargestellt. Das ist also ein Adernpaar, was eben so verdrillt ist. Darum würde jetzt normalerweise noch ein Mantel sein, und bei unseren heute eingesetzten Twisted-Pair-Kabeln hätten wir eben auch noch mehr von diesen Doppeladern, nämlich insgesamt 4, also 8 Adern in unserem Kabel. Nun, jetzt haben die natürlich verschiedene Eigenschaften. Wir sehen das dort schon. Die werden eingesetzt sowohl in Telefonen als auch in Datennetzwerken. Der Leiterdurchmesser ist so irgendwo knapp unterhalb von einem Millimeter, und die Bandbreite bewegt sich so zwischen 100 Kilohertz bis ca. 600 Megahertz. Die Fachbezeichnung dafür, da kommt so ein bisschen das Englische ins Spiel, also verdrillte Adern, Twisted Pair, und in diesem Fall sind die einfach so in einem ja, recht dünnen Plastik-Kunststoffmantel, also nicht weiter abgeschirmt, also unshielded Twisted Pair in diesem Fall. Und es gibt da verschiedene Kategorisierungen, das hat so ein bisschen was mit der Qualität auch zu tun, mit der Abschirmung zu tun, da kommen wir aber später nochmal im Detail drauf. Die grundsätzliche Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum sind diese Adern eigentlich miteinander verdrillt? Und ja, die Antwort darauf kann man auch so ein bisschen aus der Historie noch ableiten. Man kennt das vielleicht von früher aus dem Telefonnetz, dass man teilweise auch andere Stimmen, die gar nicht zum eigentlichen Gespräch gehört haben, noch auf der Leitung hatte, das sogenannte Übersprechen. Und genau dem will man eben entgegenwirken durch diese Verdrillung, dass man eben die ja, elektrische Induktion innerhalb von unserem Kabel ganz einfach kompensiert. Ja, und Kabel ist ein wichtiges Stichwort. Natürlich werden diese Adern nicht lose verlegt, sondern im Endeffekt in Kabeln. Und da gibt es verschiedene Bauformen. Hier gibt es auch wieder insgesamt 4 Kategorien, die wir zu unterscheiden haben. Die einfachste hat der Kollege gerade schon erwähnt, unshielded twisted pair. Das heißt also, wenn wir einfach die Kabel so in ihrer Kunststoffisolierung mit einem weiteren Mantel versehen, dann wäre das ein UTP-Kabel. Wenn wir hingehen und sukzessive das Ganze abschirmen, also zunächst einmal den Kabelmantel, dann hätten wir ein S-UTP-Kabel, Screened Unshielded Twisted Pair. Dann die zweite Kategorie wäre ein Twisted Pair mit einer inneren Abschirmung, beispielsweise über eine Metallfolie oder über ein Metallgeflecht. Die dritte wäre eben, wenn wir sozusagen, oder die vierte wäre eben, wenn wir sozusagen alles abschirmen, innen und außen abschirmen. Nun stellt sich natürlich auch hier die Frage, warum eigentlich Abschirmung? Gut, man kann sagen, die mechanische Festigkeit nimmt zu, das ist das eine, ganz klar, aber zum anderen, und das ist ganz wichtig, haben wir natürlich auch von außen elektromagnetische Störeinflüsse, also elektromagnetische Impulse oder ähnliche Dinge, und die werden dadurch eben auch außen gehalten bzw. auch abgeleitet. Und wir können uns auf dem nächsten Bild mal ein solches typisches CAT7
Screened Foil Twisted Pair, so ist die Abkürzung, dort anschauen. Wir sehen das, diese vier Adernpaare sind eben einzelne Adernpaare mit einem Metallschirm abgeschirmt und das gesamte Kabel nochmal mit einem Metallgeflecht. Ja, das waren also mal ein kurzer Blick auf die Kupferkabel. Gehen wir mal jetzt zu einem Wellenleiter über, nämlich zu unserem Lichtwellenleiter. Dieser Lichtwellenleiter besteht ja typischerweise aus dünnen Quarzglasfibern oder Fasern. Und Kabel können dann ziemlich umfangreich werden, die können bis zu 2000 solcher Fasern haben. Und typischerweise übertragen wir dort in einem Lichtbereich, das ist nicht sichtbares Licht, nämlich im Infrarotbereich, 850 Nanometer, 1300, 1500 Nanometer. Und der Riesenvorteil, wir haben das vorhin schon gesehen, ist einmal die hohe Bandbreite in dem Spektrum. Was aber noch dazu kommt, und das hängt eben mit einer wichtigen Eigenschaft dieser Faser zusammen, ist die große Reichweite. Hier ist mal ein Repeaterabstand angegeben von 10 bis 100 Kilometer. Also es hat schon was damit zu tun, dass die Verluste dort relativ gering sind. Ja, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie eigentlich das Licht über unsere Lichtwellenleiter eigentlich so übertragen wird, wenn wir es vergleichen mit einem Kupfermedium, da wird einfach ein Signal auf unsere Kupferader aufgelegt. Wenn wir jetzt einen Lichtimpuls senden in ein Kabel, dann hängt das natürlich auch so ein bisschen von der Art des Kabels ab. Das Licht kann unterschiedliche Wege nehmen. Und zwar wird es dann immer am jeweiligen Rand, also an der Ummantelung des Kabels, entsprechend reflektiert. Das ist jedenfalls die grundsätzliche Idee, dass wir also eine komplette Reflexion von unserem Lichtimpuls haben, damit dieser dann eben, wie in diesem Fall dargestellt, so eine Art Zickzackweg durch unser Medium nimmt. Also an der Stelle wäre das immer in Abhängigkeit auch der physikalischen Dämpfung so gut wie verlustfrei. Genau, das heißt also, wenn wir an der Grenzfläche wirklich innerhalb eines bestimmten Winkels sind, das ist der Akzeptanzwinkel, dann ist es verlustfrei. Wenn wir unter einem steileren Winkel einkoppeln würden, dann haben wir automatisch Brechung. Nun hängt das nicht ausschließlich von dem Einkoppeln ab, sondern es hängt natürlich auch davon ab, wie das Kabel nachher verlegt ist. Und wenn halt der Biegeradius, sagen wir mal, zu eng gezogen wird, dann habe ich natürlich an der Stelle eben genau dieses Thema der Brechung und würde dann eben entsprechende Verluste haben. Das heißt, verlustfreie Übertragung habe ich immer nur, wenn der Strahlengang innerhalb des Lichtwellenleiters tatsächlich innerhalb dieses Akzeptanzwinkels bleibt. Und deshalb spielt also das Einkoppeln eine wichtige Rolle, aber auch beim Verlegen müssen wir darauf achten, dass wir eben keine zu starken Biegeradien haben. Genau, ein weiterer Vorteil natürlich von Lichtwellenleitern an der Stelle, gerade auch wenn es später um das Thema der Netzwerkplanung geht, die sind natürlich unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen von außen. Das Wichtige dabei ist natürlich, dass der Mantel nach Möglichkeit intakt bleibt, dass also kein Licht von außen in unser Medium eindringen kann. Elektromagnetische Einflüsse wie bei Kupferkabeln können wir aber bei Glasfaser eben ausschließen. Umgekehrt haben wir da natürlich das Thema schon auch der Lichtwellenleitung durch den Leiter selbst. Und auch da gibt es natürlich so etwas wie optische Dispersion. Und wir sehen hier mal drei unterschiedliche Leitertypen. Der erste, die Monomodfaser ganz oben, die hat eine sehr geringe Pulsverformung. Sie sehen das, wenn wir ein Rechteck, ein Idealpuls in den Eingang schicken, dann ist am Ausgang noch ein sehr schön geformter, schmaler Puls zu erwarten und das über relativ große Entfernungen. Das heißt, die Monomodfaser wird eben für das Überbrücken großer Entfernungen eingesetzt. Wenn wir eine Multimodfaser haben, dann sieht es schon etwas anders aus. Da sieht der Eingangspuls auch wieder genauso aus. Ausgangspuls wird relativ verbreitet. Nun, was heißt eigentlich Multimod? Monomod, Multimod. Das heißt, dass in einer Multimodfaser der Faserquerschnitt einfach etwas größer ist und sich deshalb verschiedene Wellenzüge, verschiedene Strahlengänge dort auch ausbreiten können innerhalb dieses Leiters. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir ja eine Verbreiterung dadurch haben, dass wir eine Form der Laufzeitschwankungen, und wir haben dieses Thema schon mal gehabt, Jitter, Laufzeitschwankungen haben. Und durch die Laufzeitschwankungen, die hier durch optische Brechung zustande kommen, ist es eben optische Dispersion. Und bei dieser Multimodfaser ist es so, wir haben hier zum Beispiel den Stufenindex, das heißt also die Grenzfläche zwischen dem Innenleiter und dem Mantel läuft in einer absoluten Stufe, es ist einfach ein anderes Material. Und wenn man das Ganze etwas modifiziert, indem man den Übergang dieser Grenzfläche sozusagen optisch anpasst, dann kriegen wir eine sogenannte Gradientenindexfaser. Das ist auch eine Multimodfaser, die aber von den Eigenschaften, Sie sehen das, Eingangspuls, Ausgangspuls, weniger optische Dispersion hat. Ja,
In der Praxis verwenden wir dann beispielsweise solche Steckertypen. Das ist ja ganz wichtig insofern, als wir gerade gesagt haben, die Einkopplung des Lichtes, die spielt eine große Rolle. Die muss eben unter diesen Akzeptanzwinkeln laufen. Deshalb gibt es da genormte Steckertypen. Wir sehen das in ST-Connector oder den LC. Und die sind eben schon auch entscheidend dafür, dass wirklich eine möglichst dämpfungsfreie Einkopplung stattfindet. Ja, und das letzte Medium, um das wir uns jetzt noch kümmern wollen, ist eben entsprechend die drahtlose Übertragung, also über Funk. Und da werden auch nochmal zwei Unterarten unterschieden. Wenn wir mal anfangen bei unserem klassischen WLAN, dann kennt man das vielleicht auch aus dem Heimbereich. Da hat man eben einen WLAN-Router, das sind eigentlich zwei Geräte in einem. Und aus diesem WLAN-Router oder einem WLAN-Access-Point würde eben ja quasi konzentrisch, je nachdem, was man da noch so für bauliche Begebenheiten hat, ein Signal ausgesendet werden und alle Geräte, die sich innerhalb dieses Ausbreitungsraumes befinden, die können eben auf dieses Signal zugreifen und können dieses Signal ganz einfach nutzen. Da bewegt man sich ja in bestimmten Frequenzbereichen, man hat eine eingeschränkte Reichweite natürlich, einmal durch die Reichweite von unserem Access Point, von unserer Ausbreitung, was dann wie gesagt noch eingeschränkt wird, unter anderem auch durch bauliche Maßnahmen. Ja, und die andere Variante wäre dann eben ein gerichteter Funk, und das sehen wir hier auf der rechten Seite. Ja, sowas wie Satellitenfunk beispielsweise, um tatsächlich in Regionen auf dem Planeten zu kommen, wo man vielleicht mit Kabeln so oft nicht hinkommt und da auch entsprechende Bandbreiten zu haben. Sie sehen, dass die Bandbreiten hier auch mit entsprechenden durchsetzen. Und das hat letztlich den Vorteil, dass man wirklich mobil überall auf der Erde auch erreichbar sein kann. Dazwischen, zwischen diesen beiden Netzen, die ja mehr oder weniger stationär auch sind, haben wir letztlich natürlich noch die Mobilfunknetze.